Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 Online. Und sobald das wird geladen, verschwindet also. Spielen wir ein Team Deathmatch? Eigentlich wollte ich normales Deathmatch spielen, weil ich finde das irgendwie lustiger. Aber, na gut, hat jetzt halt Team Deathmatch ausgewählt in der Lobby. Oh nein, es ist First Person. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, es liegen nur Shotguns hier. Oh, es gibt nur Shotguns auf der Map. Oh, der Kerl hat Armor gekauft. Oh, man kann hier überfahren werden, Leute. Alter, wie viel der aussieht. Nice. Oh, lol. Fahren die Autos hier auch irgendwie schneller oder kommt mir das nur so vor? Vielleicht bräuchte man noch ein bisschen Muni. Ich habe nur 38 Schuss. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Also voll beschissen, also das heißt beschissen. Ist echt voll lustig, dass man hier überfahren werden kann. Aber liegt das echt hier ganz oben, oder was? Hä? Ach komm. Nein, es gibt sogar Scharfschützengewehr. Ich dachte, das wäre so eine Only-Shotgun-Map. Hätte ja sein können. Oh, jetzt habe ich ja übelst den Vorteil. Aber gut, dann gibt es auch Gewehre, dann gibt es auch Karabiner. Natürlich ist jetzt hier keiner mehr. Ich finde irgendwie First Person sieht das Spiel ein bisschen komisch aus, so fast so ein bisschen lächerlich. So wenn man läuft und die Waffe so übertrieben bewegt, keine Ahnung. Oh, lol, jetzt wäre ich dabei noch runtergefahren. Wie sind denn die Gegner? Ist ja langweilig hier, ich will campen und killen. Da hinten sind sie. Ja, ich habe den einen gesehen, der ist mit so einem Porsche weggefahren, mit so einem weißen. Oh, da hinten wird geschossen. Kann ich die Supporter mal, Freund? Oh ne, da hinten wird geschossen. Ja, komm, ich gehe. Auf mich wird geschossen. Was? Ich war mit einem Schuss tot. Ich meine, kurz vorher wurde ich mal angefragt, aber what the fuck, von wo? Ah, von der Straße, okay. Dass der mich da so gut gesehen hat. Alter, da wird einem ja schwindelig. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber okay. Ach man, die Waffen liegen hier alle auf den Dächern. Das ist ja voll scheiße. Ah, da vorne ist ein Karabiner gespawnt. Ja, First Person hat das Spiel schon was, aber. Ja, wo ist denn die Waffe? Ah, da, lol. Sie wird halt mitten da angezeigt, nicht lauf dran vorbei. So. Okay, Karabiner ist am Start. 35 Kills. Warte, nur 2 Minuten 30 übrig. Ach du Scheiße. Aber sag mir nicht, der wurde schon gekillt. Granate aufgesammelt. Da oben ist einer. Ey, warum wirft denn der die nicht? Ey, wie wirft man Granaten in dem Spiel? Ich habe noch nie eine Granate geworfen, fällt mir gerade auf. Hey, der lässt die einfach fallen. Warte mal. Vielleicht mit Rechtsklick? Nee, da hält er sie nur so. Ah, okay. Also man muss mit Rechtsklick quasi erstmal so quasi antriggern, den Stift so anfassen und dann mit Linksklick loswerfen. Ich werfe jetzt einfach mal Granaten überall hin. So machen es die anderen auch immer. Alter, die fliegen ja nur voll kurz. Ganz da oben. Ey Mann, das sind ja so richtige Muschis. Die stellen sich wirklich nur aufs Dach und campen da, oder was? Das ist ja lächerlich. Oh, da. Mit der Waffe wird schwierig. Aber warum habe ich 27 Schuss verloren? Ist der da noch oben drauf? Ja, hier haben zumindest mal getroffen. Okay, die Map gefällt mir irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Alles klar. Junge, Junge, Junge. Erstmal hier kurz in Deckung gehen. LOL. Das Schutzblech von dem Auto. Ich muss mal kurz Health tanken. Nice. Ich habe jetzt mal wieder einen Kill gemacht. Ich bin, glaube ich, eh 1-4 oder so. Hey, das Game ist so komisch. Also First Person, ich weiß nicht, Shooten und so ist eigentlich ganz cool. Aber ich finde, die Übersichtlichkeit des Spiels verliert dadurch sehr. Also man verliert sehr die Übersicht.
Alter, er schießt, ignoriert einfach mein Teammate, er schießt einfach weiter auf mich, obwohl mein Teammate viel weiter vorne stand. Sowas hasse ich, Alter, wenn die Leute so wirklich dich einfach nur killen wollen. Scheißt halt komplett drauf, dass da noch ein Typ viel näher an ihm dran ist, ne? Will mich unbedingt killen. Ist wirklich so. Ja gut, es ist da die Zeit, was ich ziemlich blöd finde, weil... Ja. Überfahre und erledige einen Gegner. Ja, was ist denn dieses Ziel? Bringt es dann extra RP wahrscheinlich? Alter, 6900. Easy Money Farm Lobby. Da stehe ich, Leute. Er hat ein geiles Outfit. Mit diesem gelben Anzug. Ja, dieses Wochenende kam jetzt kein Stream. Hat mir jetzt ehrlich gesagt echt nicht so sehr gefallen. Also ich fand die Map wirklich sehr schlecht. 3-4 geht eigentlich noch. 0,75er KD, aber ja. Also ich fand, mir hat die Map jetzt echt nicht gefallen, muss ich sagen. Also, na. Muss nicht unbedingt nochmal sein. Da finde ich, gibt es bessere Maps. Der hat halt 7-1, der erste von uns. Können wir mal schauen. Pump Action. Kommune 0. Ich würde sagen, legale Differenzen hat sich an. Oh, Ampir. Okay, Ampir. Okay, alles hat nur einen Vote. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Stream kam nicht. Aber lag einfach daran, ich fand, er, also, naja, gut, daran, wie er angekommen ist, ging es eigentlich nicht mal. Aber ich fand irgendwie komisch, es wollte halt dann auch kaum jemand mitspielen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil es heißt ja immer, dass ich mit anderen Leuten zusammenspielen soll und so. Und da hätte ich halt auch gedacht, dass da die Leute oder ihr halt Lust hättet, dann selber mitzuspielen. Und ja, dem war anscheinend nicht so. Also, fand ich ein bisschen komisch. Aber vielleicht, ich meine, es war der erste Stream und ich meine, es hat noch nicht jeder zu jeder Uhrzeit Zeit, das muss man natürlich auch immer bedenken. Aber ja, ich meine nur, also es war halt nur der erste Eindruck jetzt, also ich weiß ja nicht, wie es beim nächsten Mal wird oder sonst wann. Aber genau, so jetzt muss man mal schauen, vielleicht kann ich hier noch ein paar Leute einladen, aber ich glaube dann, ja, ich kann nur die vom letzten Job einladen. Genau, dann cutte ich mal kurz, bis weitergeht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wir spielen jetzt so eine Bunker-Serie, bis das der Tod entscheidet. Das ist irgendwie Zweier-Teams, also vier Zweier-Teams. Und immer die letzten, die noch leben, gewinnen dann. Also quasi auch Deathmatch, aber nur im Bunker und halt, ja, ein bisschen anders. Wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben, da kriegt man irgendwie Lebensbonus oder so. Also in diesem Kreis wahrscheinlich dann. Was habe ich denn gerade überhaupt für eine Waffe? Ah, meine... Oh, nice, die Maschinenpistole, die ist geil. Fuck, man. Come on. Ey, ich häng fest. Oh. Lol. Der hat ja mal auch Hardcore gedeckt. Also ich glaube, wir haben einen schlechten Host, weil also ich bin gerade einfach nach hinten gelaufen, konnte mich gar nicht richtig bewegen. Also das war richtig komisch. Nice. What the fuck war das denn, Alter? Okay. Oh, es lebt nur noch der eine. Lol. Der ist einfach umgefallen. Okay, das war eine... So viel Lags hatte ich, glaube ich, noch nie in GTA 5. Was war das denn, bitte? Aha, GG. Okay, aber es ist auch ein bisschen unfair. Wir sind 59 und 86 gegen... Ja, fast nur unter 20er. Der eine ist noch 41. Also leveltechnisch ist es ein bisschen unfair, muss man sagen. Aber geleckt hat es auf jeden Fall schon. Also irgendwas hat da jetzt gerade nicht gescheit gepasst. Also ich konnte einfach nicht nach rechts laufen. Ich konnte einfach nicht abhauen. Das war ziemlich komisch. Hatte ich eigentlich Glück, dass er mir keinen Headshot gegeben hat. Dann wäre ich safe tot gewesen. Ja, ich dachte aber eigentlich, dass es ein bisschen länger dauert hier mit vier Zweierteams halt so gegeneinander. Aber das scheint ganz schnell zu sein, weil ich glaube, mit 2 Runden gewinnt man auch schon. Weil natürlich, man muss, also ein Team muss 2 Runden gewinnen. Also das heißt ja nicht, dass wir jetzt jede Runde gewinnen, aber sollten wir noch ein paar Runden gewinnen, dann... Also noch eine Runde gewinnen, dann haben wir es ja schon. Ey! Also... Oh Mann, ist das schlecht. Hä? Warum töten die sich selber? Ah, jetzt weiß ich warum. Wenn einer stirbt, stirbt automatisch der andere. Weil das heißt ja, bis dass der Tod uns scheit. OMG, Alter. Da hat jetzt aber lange gebraucht, um das zu schneiden. Man sieht halt leider nicht, wie viel Leben der andere hat. Deswegen fallen die dann auch einfach immer so komisch um. Das sind keine Lags. Also das eine war ein Lag, dass ich da nicht mal nach rechts laufen konnte, aber... Das ganze andere. Also dass die einfach so umfallen dann, das ist tatsächlich gewollt so. Das grüne Team lebt halt noch. Oh, ich bin fast down.
Das weiß der anscheinend auch. Er steht einfach nur da. Wo ist das grüne Team? Warum helfen die uns nicht? Also, klar, dass sie uns nicht helfen, ist logisch. Aber ich meinte, vom Ding her halt, was machen die? Die warten wahrscheinlich, bis wir uns gegenseitig ausgeschaltet haben. Ey! Ich bin mitten auf seinem Kopf drauf, aber er ist auch richtig low. Oh, scheiße. Kill den Rechten, kill den Rechten, kill den Rechten. Oh, der hat so viel Health. Nein, ich bin fast down. Nein. Ey, Mann, die Grünen sind ja mal richtige Weicheier. Wie lange haben die bitte gebraucht, um da mal zu kommen? Ah, der ist jetzt automatisch auch gestorben. Okay, ja, der Modus hat irgendwas, aber ich weiß ja auch nicht, es ist irgendwie... Oh. Ja, komm, das ist ja mal komplett beschissen. Wir haben das orange Team low geschossen, jetzt kommen die und stauben ab. Das ist ja richtig. Ja, Moment mal, warum ist das Match jetzt vorbei? Ich dachte, man gewinnt mit 2 Runden. Hä, wir hatten doch auch genauso viel gewonnen. Warum sind wir die Verlierer? Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Oder einfach nur 2 Runden insgesamt und der, wo die letzte Runde gewinnt, gewinnt dann... Hä? Das ist immer komplett beschissen. Wir haben genauso oft gewonnen wie die und kriegen jetzt nur die Hälfte. Was ist denn das für ein Scheiß? Tolle Logik, Alter, geil. Hä? Ja, das ergibt ja viel Sinn. Wir haben genauso viel gewonnen wie die, wir hatten sogar mehr Kills als die. Und haben aber verloren, alles klar. Naja, schauen wir mal. Vielleicht geht da noch was zusammen, weil sonst haben wir eine sehr kurze Folge und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Nochmal ein Modus, den ich noch nie gespielt habe. Trading Places. Da stand so, die Gewinner, also die Verlierer werden zu Gewinnern, indem sie Gewinner ausschalten. Keine Ahnung, also nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Aber Gewinner haben Zugriff auf aufnehmbare Waffen und ihre Punkte erhöht sich. Die Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnen, sobald die Zeit abläuft. Okay. Den habe ich schon mal. Ey, Leute, der ist einfach an der gleichen Stelle nochmal gespawnt. Alles klar. Es wird überhaupt nicht angezeigt, wer den Kill gemacht hat, fällt mir gerade auf. Lol, what the fuck? Hacker oder gehört das so? Der wird einfach unsichtbar, aber so wie das aussah, war es wohl kein Hack. Ja, Moment mal. Das sind schon andere Spieler, oder? Weil die alle gleich aussehen. Das ist wahrscheinlich nur das Outfit, aber trotzdem sieht irgendwie komisch aus. Ey, fuck me. Das war richtig schlecht. Oh, jetzt bin ich ja... Ah, jetzt check ich's. Ja, wait a minute. Ja, aber wenn ich jetzt... Ach nee, jetzt bin ich quasi gegen jeden. Oder? Nee. Ah, doch, ich glaube ich... Ah, ja, doch. Doch, doch, ich versteh's. Die Gewinner kriegen Punkte... Und die Verlierer nicht. Und um ein Gewinner zu werden, musst du halt einfach nur einmal einen killen. Ah ja. Und immer wenn du stirbst, bist du halt wieder ein Verlierer und kriegst währenddessen du ein Verlierer bist, keine Punkte. Jetzt check ich's. Aber wenn das ist, wenn die Punkte voll sind, weil die sind jetzt schon bei 3 Leuten voll. Meine Punktzahl ist auch gleich voll. Oh, oh, von hinten, von hinten. Oh. Schnell Deckung. Nice, ich glaube, der andere hat den platt gemacht. Ja genau, ist jetzt ein Verlierer, der Abdi. Oh, ich glaube, meine Punktzahl ist jetzt am höchsten, weil ich jetzt ganz oben angezeigt werde. Aber ich glaube, mehr Punkte kann man gar nicht kriegen. Und es endet anscheinend wahrscheinlich einfach nach der Zeit, dass die Anzeige voll ist. Ach, deswegen. Deswegen werden die so unsichtbar und der Rauch kommt, weil die... Ah ja, verstehe. Jetzt sind einige Gewinner, oh, zu Verlierern geworden. Der hat mich halt erst mit der Shotgun abgeknallt. So, jetzt brauche ich wieder einen Kill als Verlierer. Oh Mist, meine Punktzahl war die höchste. Scheiße, der hat Rüstung. Fuck. Ey, wo ist denn der da hinten? Ah, hier. Nice. Oh, meine Punktzahl ist richtig krass gesunken, Alter. Holy shit. Wo hat denn der hier eigentlich Rüstung gefunden, der Typ?
Hier ist ein bisschen Munition, was ist denn das für eine Waffe? MG? Lol. Lass mal tryen, oder? Okay, jetzt bin ich wieder Zweiter. Weiß gar nicht, bringt das überhaupt was, Leute zu killen? Ich glaube, Verstecken bringt sogar mehr, aber es wäre natürlich langweilig. Aber vom Prinzip her ist wahrscheinlich das Beste. Und die Punkteanzahl ist halt nicht voll, das ist einfach nur der, wo führt, oder die, wo halt gleich viele Punkte haben, sind halt natürlich alle gleich voll. So wird halt einfach nur der Unterschied gemessen, wie viel mehr Punkte man hat als die anderen. Oder so. Ja, so 100%, ich habe es leider nicht verstanden, aber ich denke mal, den Kern des Spiels habe ich gecheckt. Das Ding knallt heftig rein. Mann. Ey, was? Ach, da geht's ja auch durch, da. Okay. Wäre natürlich schon cool, die meisten Punkte zu kriegen, weil ich wette, da kriegt man auch die meiste Kohle dann für den Job. Wow, okay, das hat aber einen ziemlich krassen Rückstoß, das Teil. Müssen wir erstens sich dran gewöhnen. Weil die sind eh schon wieder alle woanders, jetzt hier hinten. Oder auch nicht. Oh, doch, hier. Das Ding ist schon saugeil. Zack, 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 zack. Oh ja, warum habe ich 15.000 eigentlich dabei? So viel Bargeld dabei zu haben, ist nie gut. Vor allem nicht, wenn man sich mit Leuten, die Waffen haben, anlegt. Gut, ich habe ja auch eine Waffe. Nein, die Rüstung hat mir. Ja, nice. Oh, oh, Glück gehabt, Alter, Glück gehabt. Automatischer Knockout. Holla. Okay, der Modus ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, finde ich. Mal was anderes. Habe ich auch noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob es den vor der Bunker-Serie auch schon gab. Okay, ich glaube, ich habe die meisten. Runde-Gewinner. Okay, ist noch nicht vorbei. Ja, was spielt man dann jetzt noch? Gibt ja keine Rückrunde, oder? 8.000 hat man jetzt bekommen. Punktzahl? Wo steht die? Steht nirgendwo. 12.2 hatte ich. Deiner hatte 18.3. Hm. Ja, okay, die Punktzahl wird anscheinend gar nicht aufgelistet dann. Frage ich mich so, wie genau die Punkte dann berechnet werden, aber naja, gut, ist eigentlich scheißegal. Gibt ja die Anzeige unten, wie viele Punkte das dann, ja. Aber trotzdem ist fraglich, was die Kills dann bringen. Ich meine, ist wahrscheinlich einfach der Zeitvertreib. Jetzt starte ich als Verlierer, okay. Jetzt müssen wir theoretisch 4 Verlierer sein. Weil vorher sind wir zu 4 als Gewinner gestartet, aber nee, ich glaube, es sind wieder nur 3. Nee, nee, wir sind 4, genau, es ist andersrum. Jetzt sind die als erstes die Gewinner. Nein! Schade. Man muss natürlich so schnell wie möglich ein Gewinner werden, weil sonst kriegt man ja in der Zeit die ganze Zeit keine Punkte. Außer Headshot hat es, glaube ich, keiner geschafft, einen Gewinner zu killen. Ey! Ich habe auch das Gefühl, irgendwie stirbt man schneller. Oder er hat einfach nur einen direkten Header gedrückt. Kann natürlich auch sein. Aber er hatte auch Rüstung. Lol. Das war übelst der Luckshot. Ja, kurz nach der Verwandlung ist man netterweise unsichtbar, das ist ganz nice. Okay, da hat er zu lange nachgedacht über den Sinn des Lebens. Der genauso. Boah. Headshots in GTA sind so verdammt OP, das ist richtig krass. Es ist wirklich richtig heftig, Headshots in dem Spiel. Headshot ist halt eigentlich wirklich ein Schuss tot. Ob du Rüstung hast, egal, Helme gibt es in dem Spiel nicht. Oder zumindest nicht einfach so. Also Helme gibt es natürlich schon, aber die hast den Deathmatch-Modi nicht. Und ja. Was ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier 23.000 dabei habe? Verliere ich dann mehr Geld? Ich glaube nicht, ne? Jeder droppt einfach nur, wenn er stirbt, $5 oder so. Oh, die Rüstung wäre geil. Boah, gleich 2. Der hat auch Rüstung. Ja, lol, dem da hinten gleich noch Header gegeben. Oh. Oh, nice, ich habe die meisten Punkte. Jetzt bin ich ja gerade ziemlich low, ich muss mal kurz in Deckung gehen. Das würde ich auch mal gerne wissen, warum kriegt man nur Leben dazu, wenn man in Deckung ist? Ich meine, okay, in Deckung quasi bist du in Sicherheit oder ruhst dich kurz aus, atmest durch. Das checke ich schon, aber so ganz Sinn ergibt es eigentlich nicht wirklich. Aber es ist halt einfach so. Nice. Ich werde auch langsam ein bisschen besser im Aimen. Früher konnte ich immer gar nicht. Oh, lol. Ey, wie hat der sich denn... Oh.
Danke, Mate. Da hat er mich gerettet. Puh. Kurze Verschnaufpause, aber die Medipacks auf der Map sind auch nicht gerade gut verteilt. Also es gibt jetzt nicht gerade viele. Okay, das war jetzt echt ein bisschen dreckig gecampt. Aber ich will hier mein Money haben. Ich will nochmal 8000 bekommen. Oh, schnell weg, da ist noch einer. Okay, der Modus taugt mir. Muss ich sagen. Gut, solange ich auf der... Ja gut, okay, man muss natürlich dazu sagen, wir spielen gerade mit Leuten zusammen, die halt quasi neue Spielerfahrung haben. Höchstens aus dem Singleplayer. Und da sind die Gegner ein bisschen schwächer. Also du spielst vielleicht auf der höchsten Schwierigkeit. Aber an für sich ist es halt nicht das Gleiche. Meine Keime. Wow. Oh, das ist Headshot. Ist es nicht? Doch, ist es. Nein! Mann, das ist der Einzige, der mich bisher gekillt hat. Ey, ich hasse den Typen. Der macht auch immer die Bodenrolle. Nein, noch habe ich die meisten Punkte. Ich muss mich schnell verwandeln. Habe ich eigentlich ein Müllmann-Outfit an? Kann das sein? Nein, das war meiner. Oh, er ist noch gar nicht tot gewesen. Okay, aber jetzt. Alter, die... Irgendeiner leckt hier so hart rein. Das ist ja auch Headshot, Alter. Der Kerl ist ja richtig krass am Laggen. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat sich einfach übelst nach rechts gepackt. Meine Güte. Dritthöchste Punktzahl noch. Noch bin ich ein Gewinner. Oh, ich will nicht erst ver... Gleiche Situation wie gerade, aber diesmal ist es zum Glück kein guter Spieler. Oder kein so guter Spieler. Headbanger, 400 RP, nice. Fast Level 60. Oh, Alter, ich hasse den Typen, Mann. Der macht immer seine scheiß Hechtrolle und gibt danach direkt einen Headshot. Wie kann das sein? Oh, oh. 23 Sekunden. Ey, ohne Witz, der Kerl geht mir so auf den Sack mit seiner scheiß Hechtrolle. Oh. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Aber ich wurde nicht zum Gewinner, weil er mich auch gekillt hat. Oh doch, ich bin der Gewinner, lol. Fail. Komm, die eine... Ja, komm, jetzt hier. Krass, Alter. Okay, der Modus haut ganz schön rein. 22.000. Scheiß auf die 3.000 RP. 22.000 Dollar? Let's go. Und ich bin sogar der Sieger. Der Richtige. Mit meinen geilen Liederhaaren. Ja, okay, das hat's getaugt. Nice one. Headshot war jetzt sogar, er hatte 21,4 und ist einfach Verlierer gewesen. Alter, außer uns beiden hat er keinen. Er wurde doch direkt schlecht, so wie ich vorher. Geil. Oh, ich hatte insgesamt 31,7, er hatte 39,7. Alter, ja gut, war aber echt ein bisschen abfarmen, muss man sagen. War nicht so gut eigentlich. Aber, na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. GTA kommt, wie gesagt, immer mal sporadisch. Denke ich immer so einzelne Folgen und dann eventuell ab und zu eben ein Streamchen und da kann man dann eben auch mitzocken. Eventuell kommt auch ab und zu mal so eine Folge mit anderen Leuten. Das muss ich aber organisieren und das weiß ich halt nicht. Momentan habe ich ja doch einfach kaum Kontakte, die GTA spielen, deswegen wird das eher schwieriger. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, genau, hoffe ich, hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.